Herzlich willkommen zum finalen Part von Let's Play Saints Sinners Bowling. Jawohl. Ja, ich habe noch mal ein bisschen Offscreen gespielt, um die restlichen Sachen noch so zu machen, die letzten Bowlingbälle zu holen. Und auch die letzten Trophäen, beziehungsweise halt Teller. Und das möchte ich euch jetzt kurz noch anschneiden und dann geht's weiter, wie angekündigt, mit Duellen gegen Skillet. Und ja, dann lassen wir das Projekt ausklingen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen was zusammengeschnitten ist. So, ja, also ich werde euch jetzt mal kurz zeigen, was ich denn alles so gemacht habe. Also ich habe eigentlich immer zwischen den Leuten gewechselt, die mir noch gefehlt haben. Von denen mir die Bälle gefehlt haben. Zum Beispiel Agent Milhouse mit ihrem Manila-Ball. Ja, da ging es eigentlich immer darum, sie zu unterstützen, Strikes zu werfen. Leider ist sie nicht so besonders gut darin. Und ich kann ihr ja auch nur mentale Unterstützung geben. Deswegen habe ich mich dann entschieden, später mit Charms zu spielen. Außerdem will der Seymour einem auch den Ball anbieten, wenn man eine bestimmte Konstellation an Pins stehen lässt. In dem Fall 4 Pins. Ja, dann habe ich halt sehr lange überlegt. Vorher hatte ich halt schon mal, er hat mir schon mal angeboten, allerdings dann ohne Charms. Dann habe ich mir halt gedacht, ja gut, vielleicht kann ich mich mit Charms irgendwie daran hindern, viele Pins abzuräumen, dass ich dann irgendwann irgendwie dadurch die Konstellation kriege. Die Hütchen haben mich persönlich auch nicht dran gehindert. Da habe ich dann leider 2 Pins zu viel abgeräumt. Naja, also ich bin halt immer zwischen Agent Milhouse, Seymour, Svetlana und Pauly gewechselt. Und habe die halt immer wieder angeboten bekommen, die Kugeln, allerdings... Ja, war halt immer relativ schwierig, die zu bekommen. Und hier bei Agent Milhouse auch sehr zum Fremdschämen. Wir haben ihr 2 Charms gegeben, beziehungsweise 2 Pro-Charms benutzt und hat es nicht geschafft. Sie hatte ja vorher sogar einen Double Turkey. Verstehe ich nicht, wie das überhaupt, wie sie den nicht striken konnte. Ah, wir haben dann noch das Most Improved Award-Zeugs bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie man das bekommt. Es lag vielleicht damit zusammen, dass ich jetzt 100 Spiele gewonnen hatte. Das kann durchaus sein. Ich habe jetzt hier nämlich genau, wie ihr hier seht, 100 gewonnene Spiele. Daran kann es theoretisch liegen. Ich weiß noch nicht, warum das hier so komisch dargestellt wird. Das ist irgendwie ein Bug, glaube ich. Es sollte, glaube ich, nicht so sein. Vielleicht auch, weil ich das gerade weggedrückt hatte. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so richtig da. Später ist es auch richtig da, glaube ich. Werden wir noch sehen. Wie auch immer. Dann haben wir noch den Ball vom Seymour angeboten bekommen. Diesmal müssten wir 5 Pins stehen. Lass ihn einfach mal versucht, so frei Schnauze zu werfen. Hab aber leider einfach mal gestrikt, ja. Hat also auch nicht geklappt. Das war doof. Dann nächste Runde. Agent Milhouse hat mir wieder ihren Ball angeboten. Diesmal mit dem S-Curve Charm und dem Moon Gravity. Hat es auch tatsächlich geklappt. Und wir waren um einen Ball reicher, nämlich den Manila Ball. Das war sehr schön. Ja. Da hatten wir auf jeden Fall also schon mal nur noch 3 Leute, von denen wir den Ball brauchten. Hier sehen wir jetzt, dass unser Raster auch voll ist. Und ich habe mich gefragt, kann ich überhaupt noch andere Bälle bekommen? Antwort, ja, können wir. Zum Beispiel Seymours Ball. Das war eigentlich der einzige, der mir jetzt auch von den 3 einen Ball angeboten hat. Svetlana und Pauly nie wieder. Beziehungsweise eigentlich noch nie. Die haben mir noch nie ihren Ball angeboten. So. Hier mussten wir 4 stehen lassen. Das haben wir endlich mal geschafft. Das war verdammt schwierig. Ich habe auch extra eine normale Kugel genommen, weil die anderen halt immer so ein bisschen stylischer sind. So, die haben noch ein bisschen was drauf. So. Und dann ganz, 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 ganz überraschend und random. Das hier. Svetlana bietet mir ihren Ode-Ball an. Oder Ode-Ball oder wie auch immer. Ganz random, weil sie einfach nicht gestrikt hat. Und dann hat sie gestrikt. Nee, gesperrt, nicht gestrikt. Und wir haben den Ode Ball bekommen. Also richtig, richtig random. Das kann auch übrigens nur passieren, wenn diese CPUs am Anfang eines Spiels halt nicht eine Nachricht haben von wegen hier, you win, ha! Im Falle von Svetlana. Weil sonst ist es halt fürs ganze Spiel gefixt und so, dann bieten die einem nichts mehr an. Ihr habt gerade gesehen, den Ball von Svetlana, der war halt jetzt schon da drin. Und jetzt seht ihr den letzten Teller, den wir bekommen können. Den bekommen wir nämlich, wenn wir einen 7-10 Spare werfen. Und das ist verdammt schwierig. Überhaupt erstmal den Spare hinzukriegen, den zu schaffen, dass die 2 Pins stehen bleiben und dann genauso abzuräumen. Richtig heftig. Aber ihr habt es gesehen, wie ich das gemacht habe. Mit dem E-Ball ist es für mich am einfachsten gewesen, weil mit dem E-Ball kann man halt wirklich sehr schnell werfen. Damit ist es schon mal relativ einfach, die abzuräumen. Also einfacher als mit anderen Kugeln. Halt beide abzuräumen, weil der halt einen gewissen Speed hat. Und die Pins dadurch weit fliegen. Man muss sich halt jetzt nur was dafür einfallen lassen, dass man überhaupt nur diese beiden Pins stehen lässt. Und das war verdammt schwierig. Da habt ihr gerade gesehen, dass ich halt immer nach links ausgeholt habe und dann so rechts neben das Vorderholz gegangen bin. Das hat auf jeden Fall Jahre gedauert, kann ich euch versprechen. Und da haben wir den 7-10 Split Award. Und das ist halt der letzte Teller, der da fehlt. Ihr seht jetzt auch, das Most Improved Ding ist jetzt auch da. Und der Teller, der jetzt noch fehlt, wäre für alle komischen,
wäre für alle 300 Stern-Club-Dinger da, also wenn wir alle Sterne gehabt hätten. Wir haben ja eigentlich alle, aber dadurch, dass der Bug halt verhindert, dass wir den letzten Stern bekommen, bekommen wir auch den Teller nicht. Und das ist ein bisschen doof, aber ja, das ist so. Wir haben jetzt aber immer die Galerie voll und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Bowling Ball und zwar der von Pauly Pompton und den kann ich leider nicht bekommen. Also ich weiß nicht, ob ich den bekommen kann, aber er wird mir auf jeden Fall nicht mehr angeboten. Noch nie wurde er mir angeboten im Let's Play und er hat es auch irgendwie weiterhin nicht vor und will immer nur humiliated werden und das habe ich schon tausendmal gemacht und auch tausendmal nicht gemacht, also im Sinne von, ich habe die Quest angenommen, aber habe dann verkackt. Hat alles nicht geholfen. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll, ob ich das überhaupt noch irgendwie bekommen kann. Auf jeden Fall sehen wir uns dann jetzt gleich wieder, wenn wir dann nochmal ein bisschen in-game gehen. So, ja, also, wir haben jetzt also im Endeffekt fast alles. ich hatte übrigens gesehen, als ich das gestern nochmal gespielt habe, dass ich diesen Stern noch gar nicht hatte. Den habe ich noch geholt hier in California. Ja, habe ich wohl einfach übersehen. Ich habe auch nochmal hier in der Arena ein Perfect Game gebowlt. Es hat einfach nicht gezählt. Es will nicht. Dieser Teller ist halt auch so zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon mal gesagt habe. In dem Zusammenschnitt. keine Ahnung, das habe ich vor 3 Tagen oder so gemacht. Oder länger her. Deswegen, keine Ahnung. Ne? Aber ja gut. Das wird auf jeden Fall zusammenhängen. Wir hätten theoretisch alles. Wir haben hier ein Perfect Game und hätten damit auch diesen komischen Teller. Ich bin nur froh, dass ich dieses Ding habe, weil das war echt mega, mega mies. Ja. Hier steht auch, you have earned this extremely rare plate. Also extrem selten ist die angeblich. Weil ich einen 7-10 Strike, Split gestrikt habe. Oder gesperrt habe besser. Und da steht auch impossible. Und es war wirklich impossible, überhaupt erstmal diese beiden Pins hinzustellen. Ich darf es nochmal betonen. Ich glaube, ich werde am Ende nochmal diesen Teil einspielen, wo ich das abräume. Ich habe ja schon mal in der Slow-Mo gemacht vorhin. Wie auch immer. Trotzdem, dennoch, wir haben zwar so gesehen das Raster voll, aber der Ball ist immer noch da. Und der dürfte eigentlich nicht mehr da sein, weil wir noch Paulys Ball bekommen sollten. Ja, den bekomme ich halt einfach nicht. Also, ihr kennt ja eigentlich das Prozedere, was passiert, wenn man jetzt hier... der Botbrain Ball, den hat mir nämlich gut gefallen, muss ich gerade mal sagen. Wenn man jetzt hier gegen Pauly spielt, dann kommt ihr immer, can you help humiliate me? Dann kriegt man halt immer eine Summe angeboten, aber ihren Bowling Ball nie, seinen Bowling Ball. Und es kann auch manchmal sein, dass die Zuschauer, also wenn jetzt hier zum Beispiel, wenn ihr im Flamingo Beach ist, dass dann Opal sagt von wegen, ja hier, habt ihr von der Zahnfee gehört? Und dann gibt Pauly einem ja kein Angebot, aber der macht dann im ganzen Spiel auch kein anderes Angebot. Also nicht mal Geld oder sowas, von wegen Bowl, Strike this Frame oder sowas, macht ja einfach nicht der Sack. Ich habe das jetzt bestimmt offscreen 2 Stunden lang versucht, immer wieder rein und raus und es klappt nicht. Haben wir schon Gedanken gemacht, ob es vielleicht an den Matches liegt, dass es vielleicht irgendwie erst nach einer bestimmten Anzahl an Matches funktioniert. Also wir haben auf jeden Fall schon über 150, also das war jetzt so die zweite Marke, wo ich gedacht habe, vielleicht liegt es ja daran. Ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, was das hier alles so... Hier steht sogar Total Gains, ich habe das immer ausgerechnet. was ist eigentlich Average? Das ist wahrscheinlich so... Achso, Average, ja, Durchschnitt, ich Pfosten. Können wir noch ein bisschen hochpushen, ne? nee, also, habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt eigentlich. Naja, wie auch immer. Wir bauen jetzt einfach mal gegen Skillet, wo er denn auch immer ist. Hier ist er. In Casper Jomning. Ich kann den Start nicht aussprechen. so, wir werden gegen dich gewinnen heute, ja. Ich möchte euch auch auf jeden Fall nochmal auf den Bot-Brain-Ball aufmerksam machen. Der ist 15 LBS groß. Und ist halt nicht unbedingt langsam. Der fetteste Ball ist ja, wie gesagt, der Skullball von Biggie the Red. Allerdings ist der halt nicht so wahnsinnig schnell. Der Botbrain Ball ist eigentlich eine gute Mischung. Der ist halt wirklich relativ wuchtig, ist aber halt auch durchaus noch schnell genug. Ich habe gestern tatsächlich, ich habe den zum ersten Mal verwendet, ja. Und habe einfach mal 2 Perfect Games ineinander gebowlt. Also einzeln, also als ich alleine gespielt habe. Aber dennoch. Ja, das will ich mal anmerken. Gegen Skillet habe ich da ein bisschen verkackt mit dem Ball, genauso wie jetzt. Aber ist ja egal. ja, gucken wir mal, ob wir gegen ihn gewinnen. Ich weiß nicht. Ich will halt einfach nur mal gegen den spielen, weil es ist halt der beste Charakter im Spiel, der beste Gegner, beste CPU. Und deswegen will ich halt einfach nochmal gegen den spielen und das Projekt damit ausklingen lassen. Ich dachte schon, das stürzt jetzt ab. Dann
hätte ich, glaube ich, das Spiel nicht nochmal neu gestartet. Ja, das ist dann halt so. Dass ich Paulies Ball nicht kriegen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Immer wenn ich... Ich will eigentlich immer Paulies Kugel oder Paulies Ball sagen, aber ich sage immer Paulies Ball. Weil Pauli schon so englisch ist. Ah, schön. Nee, es ist echt richtig mies. Ich habe so lange versucht, aber er bietet mir die Kugel einfach nicht an. Kann auch sein, dass es irgendwie so ein Limit gibt, bis wann man die bekommen kann. Das ist ja irgendwie mega unnötig und dumm, weil das ist ja bei allen anderen Kugeln auch nicht so. Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Das Miese ist halt auch, dass das Spiel nicht so krass bekannt ist, beziehungsweise, dass es einfach nicht so viel im Internet darüber zu finden gibt deswegen. Und deswegen kann man halt auch nicht googeln, ob es vielleicht irgendwelche Faktoren gibt, die die Sache, das beeinflussen, dass er einem die Kugel anbietet. Ich habe halt keine Ahnung. Ich habe sie selber, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob ich sie schon mal bekommen habe. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Es kann sein. Es kann aber auch nicht sein. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall schon wieder 5.000 Dollar bekommen, weil wir gegen ihn gewonnen haben. Er bietet uns schon wieder 5.000 Dollar an, die nehmen wir nochmal an. Ja, vielleicht gehen wir nochmal ein Perfect Game in den Part, wäre ganz schön, aber ich habe gerade irgendwie nicht so das Gefühl. Dann machen wir gleich nochmal ein schönes Spiel mit Charms, weil das ist ja im Endeffekt hier das Steckenpferd des Spiels, dass man mit Charms spielen kann und die anderen voll verarschen kann und sich selber einen Vorteil verschaffen kann. Da müssen wir natürlich auf jeden Fall nochmal ein paar Runden mitmachen oder zumindest eine mit meinen Favorite Charms. Ich glaube, ich habe auch immer noch nicht alle wirklich gezeigt, was aber auch nicht unbedingt schlimm ist, weil bei den meisten kann man sich halt denken, was die machen. Wie zum Beispiel der Boxpin-Charm. Das habe ich vielleicht jetzt nicht unbedingt gezeigt, aber ist eigentlich klar. Gut, die Pins werden dann halt wie beim S-Curve-Charm halt anders angeordnet, nur halt dann in der Box. Also in Boxform, so als Quadrat. Also es ist ja nicht wirklich spektakulär, das kann man sich ja denken. Ja. Oder wenn ich jetzt den Super Pin-Grow-Charm gezeigt habe, aber nicht den Pin-Grow-Charm, das ist ja dasselbe. Kann man sich ja denken, ja gut, dann werden die Pins halt größer, aber halt nicht so groß wie beim Super Pin-Grow-Charm. Also insofern, also die relevanten Gruppen von Charms, glaube ich, habe ich schon so gezeigt. Wie auch immer. So, wir sind auch noch tatsächlich... Ich möchte es mal ungeschlagen nennen. Wir haben noch keinen Frame verkackt. Das ist ja eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, was mit Skiddled los ist. Seit er seine Kugel nicht mehr hat, Mann. Sonst hat er so maximal 2 Frames oder so nicht gestrikt. Und jetzt einfach mal 4 Momente an dem Match. Das ist schon traurig. Und wir kriegen tatsächlich ein Perfect Game, wenn ich jetzt nicht total kacke bin. Jawohl, sehr schön. Ja, das haben wir noch ein persönliches Anliegen. Es ist mir auch eigentlich schon fast ein persönliches Anliegen, nochmal ein Perfect Game zu bowlen mit Charms. Allerdings ist das halt ziemlich mies, wenn man jetzt so Leadball-Pins oder sowas gegen sich hat. Ich weiß es nicht. So, wir werden jetzt auf jeden Fall für das Spiel mit Charms nochmal den Paw Print Ball verwenden. Weil er einfach mega ist, ne? Aber ich wollte doch eigentlich schon nochmal ausprobieren. Vielleicht bringt das was, gegen Pauly mit Seymours Ball zu spielen, weil wir den irgendwie als Vorletztes bekommen haben. Das hätte ich ein bisschen intensiver versuchen müssen, aber ganz ehrlich, der bietet einem immer eh nur immer Scheiße an. Ich gebe halt trotzdem auch immer noch nicht die Hoffnung auf, ne? Ich habe ja immer noch irgendwie ein bisschen Resthoffnung, dass der mir doch irgendwann mal seine Kugel anbietet. Aber das tut er halt nicht. Das ist scheiße. Ach nee, vergiss es. Ich könnte auch theoretisch nochmal jeden Bowling Ball zeigen, so als Bonuspart oder von jedem die Biografie vorlesen und übersetzen. Ich weiß nicht, wenn da Interesse besteht, mache ich das nochmal, aber so, ich habe da jetzt tatsächlich nicht so krasses Interesse dran, weil wir die Charakterzüge und sowas von den Leuten schon kennen und auch ungefähr wissen, was die Bälle können. Auch wenn ich es jetzt nicht explizit gezeigt habe, dass wir wirklich mit jedem Ball gebowlt haben, könnte ich auch machen. Wie gesagt, schreibt mir einfach mal, ob ihr es noch sehen wollt, dann mache ich das halt noch, aber so an sich würde ich jetzt erstmal nicht machen. So, der Paw Print Ball. Mit dem kann man halt auf jeden Fall auch noch so Sachen wie Leadpins abräumen, wenn die gegen einen verwendet werden. Die sind auch auf jeden Fall hier in meiner Top 6. Da kommen auf jeden Fall die beiden für den Gegner rein. Dann Moon Gravity ist, glaube ich, mein absolutes Lieblingscharm. Mein Zweitlieblingscharm ist dann Rubberpin. Ja, Rubberpins heißen die. Super Pin Grow ist auch immer in meinen Favorites. Die 3 für mich, die 2 gegen mich und dann verwende ich halt meistens noch den Gutterfiller für mich.
um ja, den Super Hazard Zone auszuweichen oder Hazard oder ich habe es immer noch nicht gelernt. Verdammt, ich habe es immer noch nicht nachgeguckt. Es ist traurig, das wollte ich eigentlich bis zum letzten Part mal gemacht haben. Ja, aber hier Double Diamond Railroad Boxpin kann man sich vorstellen, auch wenn es vielleicht nicht immer explizit vorgekommen ist jetzt. Also, ja, Kugel ist auch ganz cool, aber ich finde die Pins einfacher, also das ist ein bisschen einfacher. Ja, Laserball fand ich mal ganz cool, aber der ist doch nicht so sicher für mich selber. Deswegen, ja. Und ja, die Formationscharms finde ich sowieso relativ unnötig insofern. Ja. Are you 150 points good? Ich bin 300 points good, Junge. Mädchen. Ja, wir gehen jetzt mal raus, weil der jetzt noch keine Charms hat, weil ich die gerade erst eingestellt habe. Wir wollen natürlich ein faires Charm-Match haben, auch wenn Charm-Matches eigentlich nie fair sind, wenn man das so sieht. Naja. Let's go! Bixby's Book. Boah, krass. 1% Nachlass für jeden Strike heute. Krass, ja, Wahnsinn. Dann kann man also maximal 12% Nachlass kriegen. Das ist eigentlich voll die geile Idee. Ja, nee, das sehe ich ja gar nicht ein, ne? Oh Gott, war das schlecht! Heilige Kacke! Jetzt können wir ja nochmal so einen entschärften 7-10 machen. Aber wir haben es verkackt. Also ich weiß halt auch gar nicht, ob wir den überhaupt anders machen können mit anderen Kugeln. Der E-Ball ist halt wirklich der schnellste und kann deswegen halt... Ja, der kann die Pins halt wirklich so heftig abfeuern, dass die auf die andere Seite fliegen und den Pin da umräumen. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel auch so mit dem Powerball gehen würde überhaupt. Sehr schwierig. Ja, hier kommen 5000. Dann machen wir doch auch mal hier. Ja, machen wir nicht, komm. Werden wir auch so... Ja, siehste, können wir auch so striken hier. Kein Problem. Wir haben auch $244.445. Ich glaube, das reicht auch. Und vielleicht kriegen wir noch $5000 dazu, wenn wir jetzt gegen Skillet gewinnen. Ich glaube, sonst verlieren wir die, ne? Ja, sonst verlieren wir die. Na, ist doch egal. Wir haben noch ein paar Pins, ein paar Charms gegen ihn. Wieso lasse ich eigentlich die ganze Zeit meinen Stift fallen, mit dem ich hier rumspiele? Fuck it. Und das war so ziemlich das Dümmste, was er machen konnte, irgendwie. Und er wird noch dümmer. Okay, also er scheint jetzt nicht so unbedingt auf Charms spezialisiert zu sein. Ich wollte schon sagen, wenn er jetzt wieder nicht fällt, der Sack. Der Pin 10. Nein, ich gebe dir keinen Pin Grow Charm. Ich kann, ich kann mir zwar vorstellen, dass du in deinem Alter einen Pin Grow Charm brauchst, wenn du weißt, was ich meine. Aber dann kauft er so lieber in Pillenform und nicht, indem du mir $150 für einen Charm andrehst. Die will ich nämlich nicht haben. Da will ich lieber meinen Pin Grow Charm behalten. Nicht, dass ich nötig hätte. Mann. So. Der Wichser. Der Wichser. Aber genau dafür haben wir ja den Gatterfiller. Na, war das recht. Er hat leider auch noch den Gatterfiller. Er wird ihn wahrscheinlich besser benutzen als ich. Also, besser damit umgehen dann. Nein! Jetzt will er einen kleineren Pins haben. Was ist denn los hier? Mann. So ein Dödel. Okay. Wir nehmen Rubber Pins jetzt. Ich habe mit beiden schon gefailt, also... Ey! Das ist so unwahrscheinlich, ne? Ey, ich hasse es. Ich hasse es so inständig. Ja gut, ich glaube, gegen Skillet werden wir jetzt nicht mehr gewinnen. Hallo, du hast nur noch 2 Frames. Dann möchtest du denn bitte S-Charm und den Rubber Pin Charm verwenden. Und warum benutzt du nicht dein... Na. Wie gesagt. Sowas muss ich nicht verstehen. In der zweiten Runde den Gatterfiller benutzen, ja nicht mal benutzen. Ah, es ist so schön, wie dumm die CPUs manchmal sind. Und halt trotzdem besser sind als ich. Ich will eine Revanche, Junge, ey. Ohne Witz. Also jetzt will ich eine Revanche gleich haben. Wenn ich das jetzt hier verliere. Und darauf läuft es hinaus, wie man sieht. Vor allem, wenn ich sowas nicht strike. Was ist das denn für eine miese Scheiße? Die Charms haben sich gegen mich verschworen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich hätte ja nicht mit einer Niederlage rausgehen. Echt nicht. Ach, dafür hat er noch die Rubber Pins. Ja, das macht durchaus Sinn, ne? Damit kann man auch eigentlich mega easy striken. Zumindest mit dem Paw Print Ball. Der ist halt nämlich schnell genug. Deswegen habe ich ihn auch eigentlich gewählt. Weil ich das Gefühl habe, hatte das Skillet Lead Dings hat, aber hat er nicht. Auch jetzt nicht.
Egal, wir werden jetzt gewinnen mit Charms. Ist das dein Ernst? Ey. Die haben ja alle was gegen mich. Wenn wir das Spiel jetzt mit Charms nicht gewinnen, ne? Dann werde ich nochmal eins ohne machen. Ich werde nicht mit einer Niederlage aus diesem Projekt rausgehen. Das sehe ich ja nicht ein und ich bin ultra... Oh, sehr gut. Mal wieder das Luck auf meiner Seite. Oh, sehr gut, er benutzt die Rubber Pins jetzt schon. Das heißt, bei den Lead Pins hat er dann mega verkackt. Und ich glaube, ich werde die Lead Pins auch jetzt verwenden, weil der hat jetzt gerade ein Double. Und es ist besser, dem jetzt schon seine Serie kaputt zu machen, als später irgendwann. So, behaupte ich mal. Ja, es ist, ich finde es besser. Die bringen auch durchaus was, die Super Pin Grow Dinger, aber ich weiß nicht. Rubberball dagegen einzusetzen ist deutlich besser. Oh, wir bekommen die Superhütchen. Ja, geil. Er hat dasselbe System verfolgt, weil ich jetzt gerade im Begriff bin, ein Turkey zu bowlen. Und ich bowle trotzdem ein! Das kriege ich so selten hin, ne, dass ich mit den Superhütchen tatsächlich noch strike. Aber doch. Hat geklappt. Das ist schön. So. Locker liegt jetzt am ersten, ist ja kein Perfect Game Bowlen. An dem ersten Frame, den ich verkackt habe. Da hat er nicht mal einen Charm gegen mich benutzt. Und das wäre traurig. Er hat zwei Charms gegen mich. Nämlich. Ah, halt die Schnauze, Bixby! Glaub gar nicht, dass ich dein Buch kaufe, obwohl ich jetzt 12% Nachlass oder sonst was bekomme. Vergiss es. Ja, den Ball-Doubler benutzt er noch gegen mich. Ist aber eigentlich nicht so schwer damit zu striken. Schön. Also sag mal, wenn ich bis dahin Perfect Game gehabt hätte, hätte ich auch wahrscheinlich, ja, was weiß ich, Moon Gravity oder halt Rubber Pin benutzt. Ja, ich würde gerne den scheiß Pin-Charm von dir kaufen. Ja, leck mich doch. Gibt's keinen anderen, den du das abkaufen kannst. Skille zum Beispiel. Mein Gott. So eine kleine Hure da unten, ey. Der fuckt ja so ab. Mann. Okay, ein Frame haben wir noch. Wo wir keine... Ach. Hätte ich doch jetzt schon die Rubber Pins benutzt, mein Gott. Man kann sich hier, glaube ich, auch die Credits angucken, ne? Wie war das? Muss ich mir gleich mal umschauen. Ich meine, die... Das gibt's hier. So, wir haben auf jeden Fall schon gewonnen. Also, der kann mich nicht mehr einholen. Das finde ich sehr gut. Zumindest nicht, wenn ich nicht total kacke bin. Und das bin ich jetzt eigentlich nicht so, würde ich behaupten. Die Lead Pins werden dir deinen letzten Frame noch schön versauen. Da freue ich mich drauf. Und wir bauen jetzt erstmal noch richtig heftig geil hier. Über 250 vielleicht, so. Hätte was. Können wir das überhaupt mal schaffen? Ich weiß es nicht. Ja, glaub schon. Nein! Leider nicht. Ja, egal. Ich glaube, so viel Vorsprung hatte ich vor Skill schon lange nicht mehr. Aber der hat auch zwei Frames hier mega verkackt. Hier lag es an dem Charm, glaube ich. Hier, ne, wobei hier auch. Das waren ja die, was habe ich noch verwendet? Da habe ich die Lead Pins verwendet, stimmt. Das habe ich gerade auch falsch gesagt. Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte hier die Superhütchen verwendet. Dummerweise. Das habe ich voll falsch gesagt. Egal. Na, jetzt muss ich noch einen Frame warten. Ah. Also noch einen Wurf in dem Frame. Warum? Warum bist du so gut? Das ist nicht gut für mich. Ah, ich dachte, der strike nochmal. Nee. Haben wir uns die 5000 nochmal gerade wiedergeholt. Sehr schön. So, gab's jetzt hier? Ja, hier gibt's Credits, genau. Ja, wunderbar. Also, wir schauen uns nochmal gerade an. Wir haben jetzt alle Charms, ne? Setzen wir nochmal schön zurück. Damit man die nochmal schön hier im Überblick sieht, so. Hier haben wir theoretisch alles. Wir haben auf jeden Fall alle Amateur-Turniere, Pro-Turniere und Pro-Am-Turniere gewonnen. Wir haben hier Double Turkey, Triple Turkey, haben eigentlich überall ein Perfect Game. Bis auf den Stern, der halt nicht ausgefüllt werden will, obwohl wir da schon 3-4 Perfect Games hatten. Was auch den Teller erklärt. Wir hatten die anderen Teller alle. Ja, das war hier für einem anderen Bowler helfen mit seinem Charms. Hier muss man Charms 100 Mal einsetzen. Ja, hier steht by getting much better at this game. Keine Ahnung. Bei mir war das etwa, nachdem ich 100 Games gespielt hatte. Ich weiß nicht, wie viele Siege ich da hatte. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wofür man das bekommt im Endeffekt. Ja, hier muss man einfach nur in jeder Arena einmal gebowlt haben. Und hier, wie gesagt, dieser
Impossible 7-10 Split, den ihr vorhin gesehen habt, der halt wirklich mega mies ist. Und hier halt überall im 300er Club sein, das ist jetzt nicht so schwierig eigentlich, wenn man die richtigen Kugeln hat. Und halt halbwegs gut ist in dem Spiel. Und ja, hier fehlt halt leider Paulis Kugel. Dafür würde die halt noch rausfallen. Aber egal, ich habe zum ersten Mal Svetlanas Kugel, den Eau de Ball. Mit Svetlana Parfum. Das ist ganz geil. Das freut mich auf jeden Fall, aber es ist halt schade wegen Paulis Ball. Wie auch immer. Oh, das sind ja geile Credits. Ich dachte, die laufen wenigstens. Egal. Dann gucken wir jetzt noch ein paar Minuten hier rauf. Während ich das Projekt abschließe. Ach ja. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich Saints in das Bowling jetzt tatsächlich nochmal Let's Played habe. Wie gesagt, ich hatte ja irgendwie, ich glaube, mein 300-Abo-Special oder sowas war das ja, da habe ich das mal vorgestellt, mal eine Runde gespielt. Aber nochmal wirklich alles neu spielen hier und alle Bowlingbälle und generell alles kriegen, was man hier kriegen kann. Ja, das fand ich schon ganz schön, das tatsächlich nochmal zu machen. Damals hat es mich auch tatsächlich nochmal abgeschreckt, dass das Spiel auf Englisch war. Ich meine, ich kann zwar Englisch, auch damals konnte ich es schon. Aber das dann ad hoc zu übersetzen, hat mich irgendwie immer ein bisschen abgeschreckt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es jetzt auch wegen Zückzö so, dass ich das nicht mache, weil ich sehe, ja gut, der macht das ja auch öfter. Warum soll ich das nicht machen? Ist doch jetzt auch nichts dabei. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, dieses Spiel begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Das habe ich schon in frühen Jahren kennengelernt und ich fand es halt einfach mega nice. Und hab's halt damals nicht verstanden. Mein Vater hat mir das dann auch alles übersetzt, was die Charaktere von mir wollten. Wie gesagt, diese Quest mit Skillet, mit den 10.000 Dollar, habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich das damals allein gespielt habe. Das fand ich ziemlich geil. So im Nachhinein betrachtet, als ich das dann mal hier 2013 oder so, habe ich mir das, glaube ich, mal für meinen alten PC gegönnt. Und hab dann halt zum ersten Mal verstanden, worum es überhaupt geht in der Story. Das fand ich dann schon ziemlich nice. Und ja, das Spiel ist halt einfach mega, mega spaßig. Man kann immer mal wieder eine Runde bowlen zwischendurch. Die Charaktere sind sehr geil gemacht. Sie haben alle verschiedene Facetten. Wirklich vom Hardcore-Fetischisten bis hin zu Supermodel und epische Prinzessin und zu kleinem Schulmädchen und Feuerwehrmann. Das sind einfach, ist alles dabei, ne? Und das ist einfach richtig cool, diese ganzen Charakterzüge so mitzuverfolgen. Die Dialoge so ein bisschen mitzukriegen, was die so für Scheiße labern und auch untereinander. Und dann halt diese ganzen Kugelangebote. Das ist einfach so schöne Collectibles, das liebe ich ja. Und ja, generell halt Bowling. Richtig geiles Spiel. Richtig geiler Sport, mache ich gerne. Deswegen sehr cool, auch so ein richtig schönes Bowling-Spiel zu haben. Es gibt zwar viele Bowling-Spiele, aber dieses hier ist halt richtig überzeugend, weil es einfach einen richtig mitnimmt mit diesen ganzen Charakteren. Man ist halt da wirklich drin. Man kommt sich wirklich so vor, als würde man sich mit den Leuten unterhalten. Und ja, auch sich gegenseitig auf die Fresse geben, wenn man Charms benutzt. Was das Spiel halt auch nochmal enorm aufwertet, dadurch, dass man Charms benutzen kann. Aber wie gesagt, allein schon, dass man die Bowlingbälle kriegen kann und dass man sich gegenseitig um Geld wetten kann und so eine Scheiße. Das ist einfach alles mega geil gemacht. Und ich liebe das Spiel einfach nur. Absolute Kaufempfehlung. Keine Ahnung, das gibt's halt noch bei Big Fish. Da habe ich mir damals ja geholt für, ich glaube, 2 Euro oder so. Es ist einfach mega nice. Und das Geld auf jeden Fall noch wert. Es wäre auch 20 Euro wert oder so. Wie es damals vielleicht mal war. Auf jeden Fall. Ja, man sollte das Spiel mal gespielt haben, weil es einfach mega spaßig ist, wenn man sich für Bowling interessiert. Wenn nicht, auch dann, weil es ist einfach, es macht einfach Spaß. Man kann es auch im lokalen Multiplayer ja zu zweit spielen. Ist jetzt nicht wirklich spannend. Also groß anders, ne? Als jetzt normaler. Man macht dasselbe. Aber man kann sich halt schön duellieren. Am PC. Und das ist natürlich auch ganz geil. Und das hat auch was. Muss man halt vielleicht nicht unbedingt Mario Kart spielen, da kann man nochmal sowas spielen. Das ist auch nicht schlecht. Naja. Ich glaube, ich habe genug geredet. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen mitnehmen und vom Spiel überzeugen. Denn dieses Projekt lag mir wirklich sehr am Herzen. Es ist einfach ein so tolles Spiel. Und ja, ich bin schon ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Und vor allem, dass ich es nicht wirklich 100% schaffen konnte wegen Pauli, dem alten Sack. Aber es ist egal. Ich habe das meiste geschafft. Und ich habe zum ersten Mal Svetlanas Ball zum Beispiel bekommen. Habe ich noch nie geschafft. Aber solche Sachen bin ich auch sehr stolz. Und ja, ich würde mich an der Stelle einfach nochmal dafür bedanken, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen und wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen von dem Spiel überzeugen. Und ja,
Wie gesagt, bei Big Fish gibt es auf jeden Fall noch, falls jetzt irgendwer spontan Bock drauf hat. Aber es gibt es auch sicherlich so zum Download irgendwo. Ich habe es damals allerdings tatsächlich auch gar nicht gefunden. Muss ich einfach mal ein bisschen durchklicken. Und ja, damit ist dieses Projekt offiziell beendet. Nochmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bald wieder bei neuen Projekten oder halt erstmal bei laufenden, weil ich will jetzt eigentlich noch nicht wirklich was Neues anfangen. Auch wenn ich so Bock auf Tekken zum Beispiel habe, Tekken 3. Aber ich will jetzt eigentlich erstmal ein bisschen wieder auf SpongeBob zum Beispiel zurückkommen. Ratchet & Clank werde ich sowieso wieder vernachlässigen, das weiß ich. Selbst wenn ich jetzt eine Aufnahme machen würde. Deswegen möchte ich erstmal wieder SpongeBob aufnehmen, aber habe ich momentan auch noch keine Motivation für. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Tschüss.